seien herzlich willkommen auf der Jugendfeststeig. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Der Landrat, die Gesellschafter, sehr schön. Und vor allem freuen wir uns über die Auszeichnung, die das Mali-Projekt bekommen hat. Und die wollen wir jetzt ein bisschen feiern. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen und schön, Herr Landrat, dass Sie Zeit gefunden haben, auch diese Auszeichnung vorzunehmen, weil für uns ist es als Bildungsmenschen natürlich ganz wichtig, dass die Politik auch deutlich macht, Umweltbildung ist nichts, was so irgendwie unter ferner Liefen läuft, sondern es ist etwas ganz Wichtiges, was wir unterstützen wollen. Und wir sind als Burg natürlich sehr froh, als erstes Projekt im Landkreis Waldeck-Frankenberg diese UN-Auszeichnung bekommen. Das ist erst das zweite Projekt in ganz Nordhessen, von daher wirklich was ganz Besonderes. Und die UN-Dekade will halt einfach die Menschen dazu anregen, sich stärker für den Erhalt der biologischen Vielfalt einzusetzen. Und diese Auszeichnungen sollen alle Menschen motivieren, da mitzumachen. Und wir haben ein ganz tolles Projekt, was seit mehreren Jahren hier läuft, Naturentdecker auf Tour, Entdeckungsreise in die Vielfalt der Natur, das die NAJU entwickelt hat und das dann, nachdem es in den Freizeiten vor Ort gelaufen ist, auch hier das Schulklassenprogramm angefangen hat, damals mit Förderung der Stiftung Hessischer Naturschutz, wo wir auch sehr dankbar darüber gewesen sind. Und der Jan Sachse will jetzt einfach ein bisschen erzählen, der Landesjugendsprecher, wie das Projekt so ungefähr läuft, was die Idee ist. Ich vertrete heute die Naturschutzjugend Hessen als Kooperationspartner und kann von unserer Seite aus sagen, wir sind sehr stolz, dass dieses Projekt mit der UN-Dekade ausgezeichnet wird. Und in dem Projekt Naturentdecker auf Tour geht es darum, den Schülern und Schülerinnen der 1. bis 6. Klasse die biologische Vielfalt in der Natur nahezubringen und auch in Bezug auf Menschen. Dafür gibt es drei verschiedene Themenbereiche, einmal den Themenbereich Wald, Wiese und Wasser. Im Bereich Wald geht es darum, den Kindern spielerisch beizubringen, wie viele Arten denn auf dem Waldboden leben, wie sie leben und was ökologisch das für Auswirkungen hat. Dafür schlüpfen sie dann in Rollenspielen auch wirklich in die Rolle dieser Kleintiere rein und da spielen so die ökologischen Auswirkungen von ihrem Leben. Beim Thementag Wasser geht es darum, alles was um Fließgewässer und Tümpel geht. Genau, und dann durch Wasseruntersuchungen wird festgestellt, wie viel Artenvielfalt in den Gewässern vorhanden ist und auch anhand derer zu entscheiden, ist das Wasser trinkbar oder ist es nicht. Und durch den Bau von einfachen Wasserfilteranlagen wird den Kindern beigebracht, wie wichtig es ist, für den Menschen sauberes Trinkwasser zu haben. Und als Entdeckungsreise gehen die Schülerinnen und Schüler danach hier in der Burg herum, um herauszufinden, wo das Frischwasser herkommt und auch wo das Abwasser dann in der burgeigenen Kläranlage wieder gefiltert wird und aufbereitet. Bei dem Themenbereich Wiese geht es darum, welche Pflanzenarten hier in der Umgebung wachsen, welche davon essbar sind und aus den gesammelten Kräutern und Wildblumen werden dann Salben, Tees und Naturfarben hergestellt und hier im nahegelegenen Naturschutzgebiet wird den Kindern dann noch beigebracht und gezeigt, wie durch Beweidung Wiesen erhalten und gepflegt werden können. Genau, das ist jetzt das Projekt mal kurz umrissen. Vielen Dank. Ja, das war jetzt die Theorie. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das in der Praxis aus? Da kommen dann so kleine, quirlige Kinder, vierte Schulklasse, dritte Schulklasse, 20, 25 bis 30 Kinder. Und dann müssen alle die Projektmitarbeiterinnen, jetzt Elf Hochgesandt und Andrea Garte, das auch in die Praxis umsetzen. Das ist ja gar nicht so ganz leicht. Und die beiden berichten jetzt einfach mal und zeigen einfach mal, wie das in Wirklichkeit geht.
Ja, wir möchten hier euch noch bitten, einmal aufzustehen und ein bisschen näher zu kommen. Das möchte ich auch mal nachgehen. Im Wetter. Und wie aufstehen, reinstehen und so weiter. So fängt das eigentlich schon an. Also wir fangen jetzt mal an mit dem Waldboden. Und zwar, wenn wir hoch in den Wald gehen, dann ist es ganz wichtig, wir arbeiten in kleinen Gruppen. Dass wirklich immer nur so 3-4 Kinder, je nachdem wie groß die Klasse ist, zusammenarbeiten und die werden ausgerüstet mit einer kleinen so Kräuterausrüstung. Das sind so die Gegenstände, die wir brauchen, um den Tag über auf dem Boden zu arbeiten. Zu entdecken, ne? Und dann fangen wir an, im Wald erstmal uns den Waldboden anzuschauen. Und dann bekommt jede Kleingruppe ein Blatt und soll eine Bodenleiter erstellen. Das heißt, sie müssen einfach forschen, was passiert denn da, was ist denn oben drauf? Wie sieht denn das Laub oben drauf aus? Und dann gucken sie sich das an und im Laufe der Bodenleiter sehen die dann, wie sich das verändert. Und ja, wie passiert das? Das sind so die Forscherfragen. Was passiert denn da überhaupt? Warum ist denn der Wald im Herbst nicht eingeweicht? Der Laub ist oben im Baumkronen. Wo ist denn das ganze Laub hin? Und dann fangen die an zu forschen. Dann kommen die natürlich im Laufe der Bodenleiter darauf, auf die Tiere. Das, wo die Tiere dafür zuständig sind. Genau, und wenn die dann die Tiere erforscht haben, die können sie dann halt auch suchen im Waldboden. Und bestimmen, dann gibt es Bestimmerkarten, wo die genau sagen können, ach, das ist das Tier, das ist das Tier, das liegt da und da. Und die haben jetzt mal eine kleine Probe mitgebracht, nur leider, wie sie sehen, sehen sie nichts. Ich habe keine Tiere gestern gefunden. Und dann geht es weiter. Was passiert denn in den inneren Etagen von dem Boden, wenn das jetzt, das glaube ich, nicht mehr so aussieht, sondern der Boden der Schicht sieht so aus, wer lebt denn da drin? Oder was passiert denn hier? Was ist denn das? Das ist noch eine Etage tiefer. Da möchte ich jetzt mal bitten, wenn Sie sich mal jeder so ein Klümpchen nehmen. Ja. Und da ausprobieren. Wir haben auch Wasser zum Händewaschen. Ja, das ist extra organisiert. Und zwar geht es darum, was passiert? Krümmelt das? Oder kann man da eine Wurst rausdrehen? Das muss ich mal so ausprobieren. Richtig geben. Manchmal eine Frage, die geht mal so war. Ja, Wurst kann man nicht. Nee, wir machen es wieder weg. Aktionsspiel, dass sie einfach wieder runterkommen, dass sie sich ausbauen können und dann weitermachen können. Naja. Das war jetzt das Thema. Gut, Waldboden. Dann gehen wir einfach weiter. Hier haben wir jetzt einfach mal so ein paar Elemente zum Thema Wiese präsentiert. Also ein ganz großer Renner ist bei dem immer die, sagen wir mal so, Kochduell, nennen wir das. Das können wir, machen wir häufig mit Kräuterbutter, also dass die verschiedenen Kleingruppen eben ihre eigene Kräuterbutter anreichern und dann einen Geschmackstest gemacht werden. Das können Sie hier auch machen. Und jetzt ist natürlich die Kräutervielfalt im Moment auch nicht gerade so groß, sodass wir Ihnen das präsentieren konnten, aber zumindest einige Kräuter kann man auch jetzt noch finden. Und wie gesagt, die Kinder lernen ja auch nicht sehr viel mehr. Wir beschränken das, damit tatsächlich ein Lernerfolg dann auch
am Ende ist und das wird immer wieder abgefragt. Also sie sammeln sie dann, nachdem wir sie vorgestellt haben, die Kräuter. Dann haben wir so ein Wettspiel, so ein Laufspiel, also immer wieder diese Auflockerung und das Laufspiel rein, wo es auch darum geht, irgendwie Kräuter zu erkennen, sodass wir dann immer wiederholt die Kräuter abfragen und am Ende kann man dann schon sagen, dass die Kinder so mit 5, 6 Arten, die sie dann auch erkennen, relativ sicher nach Hause gehen. Das ist schon ein sehr guter Erfolg. Und ja, das ist jetzt so zum Beispiel, dass wir so für das Salbenkochen benötigen. Das ist dann auch mal sehr schön. Also hier, der Bienenwachs, kann man Kinder auch lassen, wir immer raten, was es ist. Also sie können dann drauf rumkauen, sie können kneten, also immer wieder auch wirklich das erfahren. Ja, also Kinder motivieren. Schau mal selber, was könnte das sein, was kriegst du raus? Ja? Also immer wieder dieses auch berühren, um einfach andere Sinne mit hineinzunehmen. Was da halt auch ganz schön ist, meistens, wenn wir im Sommer, wenn wir das Projekt machen, dann nehmen wir Spitzwege für die Salbe, weil wenn dann die Plagegeister unterwegs sind, die Mücken, die ganzen Stecher, dass das einfach gut hilft bei den Mückenstichen. Halt. Oder wenn man die Messe fällt und so. Und das ist natürlich toll, wenn ich das jetzt dann sowas mit nach Hause nehmen kann, dass sie es selbst gemacht haben. Ja. Ja, als letztes haben wir hier Wasser. Also auch die Chirurgie ist am Boden normalerweise auch dabei. Die legen wir auch mit ins Geländer, also wir sind dann sehr gut ausgerüstet. Kinder müssen dann auch was tragen. Beim Thema Wasser haben wir auch sozusagen Landkarten lesen als wichtigen Punkt als erstes mit dabei. Wir sagen nämlich, wir möchten dort und dorthin. Wie kommen wir denn hin? Und dann lassen wir die Kinder auch führen. Also sie bekommen Karten und sie sollen uns dann mal dahin führen. Und das ist auch immer sehr interessant. Das ist auch ganz schön vielleicht zu sehen, da haben wir Flüssdorf, Bachdorf, ja, Teichdorf, genau. Also hier sind wir da drauf. Das ist eben der Vorteil hier aus der Gegend, dass wir wirklich alle möglichen Wassertypen hier, Gewässertypen haben und damit das auch schon abdecken können. Und eben auch dieses Selbsterlernen, eine Karte zu lesen, was für viele Kinder auch ganz spannend ist und auch ein echtes Erfolgserlebnis hinterher. Also wenn die dann den Weg finden und wissen, muss ich hier rechts oder links. Also das ist, glaubt man nicht, aber das ist ein echtes Erfolgserlebnis für die Kinder. Und ja, hier haben wir dann eben die, ähnlich, wenn wir dann halt am Gewässer sind, wird einfach auch vorgemacht oder eher abgefragt, wie würdet ihr die denn fangen? Und dann kommt immer erstmal der Kescher. Und ich meine, wenn wir jetzt hier die Bäche sehen, dann kann man natürlich mit dem Kescher eher wenig anfangen. Und die ganz großen drin. Genau. Und vor allen Dingen als allerwichtigstes Element überhaupt bei sowohl Bodentiersuche als auch Wassertiersuche ist einfach der Pinsel. Damit nämlich vorsichtig mit den Tieren umgegangen wird. Ja, da kann man dann irgendwie Team und so. Also dass man auch gleich die Achtsamkeit den Kindern vermittelt. Ja. Und das sind so die Sachen, ja, ansonsten Becherlupe. Hier haben wir dann sozusagen auch eine kleine Sammlung an Besonderheiten, die sich vor allem nicht bewegen. Das ist, ich meine, Wassertiere sind relativ schnell und ich meine, sie können dann gerne auch dann hinterher mal reingucken. Und hier haben wir die Köcher von der Köcherfliegerlarve und sind eben statisch und die Kinder können sich dann auch was angucken lassen. Brauchen wir ja auch als Erfolgserlebnis. Und dann haben wir auch diese anlaminierten Tabellen. Wenn die Kinder dann die Tiere bestimmt haben, die werden dann sozusagen nach den einzelnen, mit den Karten, die wir jetzt gerade sehen, bestimmen sie und dann haben wir sie hin und dann fragen wir dann ab, welche Gewässergüteklasse wird durch dieses Tier symbolisiert oder angezeigt und dann können die Kinder auch die Gewässergüte bestimmen anhand dessen, was sie aktuell in dem Gewässer gefunden haben. Und wie gesagt, dann gibt es auch die Spiele wie dieses Theater, also Gewässertiertheater, also dass sie pantomimisch dann als Gruppe ihre Tiere dann auch darstellen. Also es sind auch immer noch so künstlerische Aspekte mit drin. Das schauen wir je nach Gruppe auch. Also was brauchen wir gerade, was machen wir dann sozusagen auch als Abschluss oder so mit der Gruppe. Also es können Malaktionen auch sein, also wenn das Wetter sehr schlecht ist,
dann lassen wir auch schon mal so auf so einem großen Blatt Papier diesen Gewässerabschnitt nachgestalten, also dass sie dann Pflanzen oder Sachen aus dem mitbringen und dann können sie das hier auch kleben, sodass sie einfach auch eine Idee für die Struktur eines Gewässers bekommen. Also nicht nur, was ist im Gewässer, sondern am Anfang wird auch geschaut, okay, aha, hier habe ich einen steilen Hang und hier ist es gewunden, aber hier habe ich etwas, was nur gerade ist. Also was bedeutet das? Also es geht auch schon ein bisschen in die Gewässerstruktur. Ja. Ja. Punkte, die ihr auch genannt habt, einmal das Selbstentdecken lernen, dass die Kinder nichts Vorgefertigtes bekommen, sondern Zukunft gewinnt man nur, indem man Dinge selbst entdeckt und entwickeln kann. Und das zweite war, es geht nicht nur darum, die biologische Vielfalt zu erkunden, sondern auch den Bezug zu Menschen darzustellen. Das heißt, wofür brauchen wir Menschen die biologische Vielfalt? Ich gucke, wie es aussieht mit Trinkwasser, könnte ich das Wasser trinken, das kann die Hand der Tiere sehen, ich kann die Pflanzen nutzen für Dinge, ich brauche den Boden, damit Pflanzen wachsen können. Und genau dieser Bezug, der war bei der Urente gerade sehr, sehr wichtig. Jetzt noch zur Freude, in Frankenberg, den Frank Säuber, das ist ein Gründer des NAJU Frankenberg, mit einer Leidensmedaille auszuzeichnen für sein unheimliches Engagement, das er in der Bildungsarbeit leistet. Er macht ja sofort viele Sachen. Es war ein hochdotierter Preis und da hat man gemerkt, dass Umweltbildung tatsächlich einen richtig großen Stellenwert hat. Und Frank Säumer ist ja auch hier auf der Jugendburg Hessenstein immer wieder aktiv mit seinen Fledermaus-Exkursionen. Der hat mit seinen Mitstreitern in Frankenberg, glaube ich, jahrweise um die 130 Fledermaus-Exkursionen. Das ist unglaublich. Und deshalb freue ich mich umso mehr, heute wieder hier zu sein oder hier zu sein und das nächste Umweltprojekt, nämlich ein Umweltbildungsprojekt, Naturentdecker, auszuzeichnen mit einer symbolischen Geste. Die UN hat das dieses Jahrzehnt als Jahrzehnt der biologischen Vielfalt deklariert, hat dann über die nationalen Verbände, in diesem Fall ist es die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, es so organisiert, dass vorbildliche Projekte eben diese Anerkennung bekommen. Und dazu gehört bei uns in Waldeck-Frankenberg die Jugendburg Hessenstein. Wenn ich noch mal ein paar Jahre zurückgehe, war die Situation ganz anders als heute. Frau Huber weiß das, Herr Langenhaus weiß das und der Kai Bremmer weiß das auch als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Da war die Situation ziemlich misslich, weil die Jugendherberge aufgegeben wurde und alle suchten, wie soll es denn jetzt weitergehen. Und dann hat es sich einfach positiv gefügt, dass der NABU Hessen Landesverband, dass die Kreishandwerkerschaft und der Landkreis gesagt haben, wir können das Ding noch nicht vor die Hunde gehen lassen. Und da ist eine Jugendbildungseinrichtung daraus geworden. Und die entwickelt sich prächtig. Natürlich dank Frau Huber und dank Herrn Langenhaus als Geschäftsführer, die einfach hier mit so viel Herzblut und engagiert an der Sache dran sind. Und da fiel mir eben, nein, es fiel mir nicht ein, sondern Andrea hat mich darauf hingewiesen. Sie hatte mir vor Jahren, als ich noch Bürgermeister in Frankenau war, einen Brief geschrieben und hat darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, Jugendbildungsarbeit zu machen. Und jetzt stellt sie das mit Frau Hoch gesagt, so interessant, so spannend vor, ich fühle mich selber so an meine Zeit als Biologen zurückversetzt, so Tümpler und auf den Wiesen Rumschnuffler und all sowas. Und das war ist so lebhaft, wie sie das jetzt dargestellt hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Kinder es motiviert. Und das ist so wichtig, dass sie selber lernen, das ist das Inhalt, wesentlicher Inhalt dieses Projekts, dass sie Erfahrungen mitnehmen. Denn nicht umsonst hat ja die UN das gesagt, wir machen das Jahrzehnt der biologischen Vielfalt, weil es eben auch eine Verantwortung gibt. Die fängt bei den Erwachsenen an, die politische Entscheidungen zu treffen haben. Und sie wird gefördert bei den Kindern, wenn sie überhaupt wissen, in welcher Umwelt sie sich bewegen. Denn wenn ich was nicht kenne, habe ich auch gar keine Motivation, etwas zu schützen. Und dabei haben wir eine große Verantwortung in der Bundesrepublik. Ich habe nämlich bei der BfN nachgefragt. Das also Bundesamt für Naturschutz. Es gibt eine große Verantwortung in der Bundesrepublik für 40 in einer Liste aufgelisteten Tier- und Pflanzenarten. Dies deshalb, weil wir in der Bundesrepublik entweder Hauptverbreitungsgebiet dieser Arten sind oder weil hier wesentliche Schwerpunkte der weltweiten Verbreitung vorkommen. Eine dieser Arten haben wir hier direkt am Edersee, das ist die Pfingstenelke, die rund um den Edersee in steinigen Abhängen wächst. Das ist eine besondere Verantwortung. Wir haben den Rotmilan, den Schwarzstorch, die eben ihre Population in besonderer Weise hier haben. Wir haben im Norden des Landkreises die Gelbpauke, die hier zum Beispiel gar nicht vorkommt. Und das sind so Arten, manchmal unspektakulär, manchmal spektakulärer.
aber von denen man erwartet, dass die Bundesrepublik etwas für deren Schutz und den Erhalt dieser Arten tut. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Immerhin, von diesen 40 Arten, die da in dieser Liste stehen, kommen im Landkreis Waldeck-Frankenberg 20 vor. Das ist, finde ich, schon ganz schön heftig. Ja, also positiv, positiv. Aber legt uns auch, verlangt uns auch etwas an. So, das waren meine Vorreden. Ich freue mich jetzt, die Naturentdecker auszeichnen zu dürfen. Das ist mir eine Ehre, das machen zu können. Das ist sehr symbolisch mit dem Baum. Klar, der Baum, der erinnert uns an den Nationaltag auf ein Projekt geadelt als Weltnaturerbe. Und jetzt das zweite im Landkreis. Nicht ganz so groß, aber vielleicht genauso wichtig. Nehmen wir das mal an. Dann geht es um Urkunde. Die lese ich jetzt nicht vor, die verbindet sich hier drin. Und dann gibt es etwas, Europa können Sie draußen schön aufhängen. Das ist die offizielle Würdigung. Ne? Ausgezeichnetes Projekt. Das ist schön. Ja, das Krankenhaus, der Schwurkunde. Und gemeinsam, damit das auch richtig schön gesehen wird, können wir da einen Fahnenmast hängen. Die Fahne, Herr Sachse, Andrea. Also ich, das ist jetzt die offizielle Verleihung, ne? Und ich verbinde das mit dem Dank an Sie alle für diese tolle Arbeit, die Sie hier leisten. Machen Sie weiter so. Ich glaube, es lohnt sich. Und für die Kinder. Und da siehst du, was du bestellst aus. Gucken Sie mir, aber gucken Sie mir in die Kamera. Tun, das ist das Selbstverständlichste der Welt, hier so zu stehen. Das tut nicht, mach mal jeden Tag. Okay, noch einmal alle in die Kamera schauen. So, das.